Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich dachte mir, ich könnte euch mal wieder ein paar Fragen beantworten, weil auch mein letzter Take ja nun mittlerweile echt eine ganze Weile her ist. Und aus diesem Grund habe ich mich für den Samenburgisch Facts Take entschieden, weil ich die Fragen einfach ganz schön finde und es gibt doch nichts Schöneres als Fragen zu Büchern beantworten. Und damit das Video jetzt nicht allzu lang ist, legen wir doch einfach los. Die erste Frage lautet, das letzte Buch, das du gekauft hast. Bei den beiden Büchern, die ich euch jetzt zeigen möchte, weiß ich nicht ganz genau, welches dieser Bücher das letzte ist. Und aus dem Grund habe ich mich einfach dazu entschieden, euch beide Bücher zu zeigen. Und ich meine, zwei Bücher kann ja auch nicht schaden, euch zu zeigen. Und bei dem ersten Buch handelt es sich um Sirius, Sie wissen, was du tust, von Mark Ellsberg aus dem Blauen Valais Verlag. Und ich habe vor kurzem Blackout gelesen und fand die Thematik sehr, sehr spannend und fand auch die Umsetzung recht gut, auch wenn das Buch seine Längen hatte. Es hat mich definitiv bei der Stange gehalten und aus dem Grund dachte ich mir, ich schaue mir dann auch nochmal das zweite Buch von Mark Ellsberg an und auch die Thematik. Und zwar geht es hier um die Thematik des gläsernen Menschen, was ich sehr, sehr spannend finde. Ich habe es mir auch gar nicht so weit durchgelesen, um was es hier geht, nur so ganz grob. Und deswegen kann ich euch jetzt auch nur ganz grob sagen, um was es hier geht. Auf jeden Fall fand ich die Brocken, die ich immer mal wieder gelesen habe, die Hashtags, die ich gesehen habe, davon ganz interessant. Und deswegen habe ich mir einfach mal das zweite Buch von Mark Ellsberg gekauft. Das habe ich gebraucht gekauft, von daher sieht es auch jetzt schon ein bisschen abgegriffen aus, finde ich jetzt aber gar nicht so schlimm. Aber bin schon sehr gespannt auf das Buch und mal sehen, ob es mich genauso überzeugen kann wie Blackout. Bei dem zweiten Buch hat mich die liebe Viljan gesteckt. Ich verlinke euch gerne nochmal ihren Kanal unten in der Infobox. Sie hat nicht das erste Mal von diesem Buch gesprochen, beziehungsweise von der Reihe. Und aus dem Grund habe ich mir einfach mal die Leseprobe oder die ersten Teile der Leseprobe durchgelesen von dieser Reihe und das hat mich sehr, sehr überzeugt und aus dem Grund habe ich mir das Buch dann entsprechend gebraucht gekauft und zwar handelt es sich um Das letzte Königreich von Bernard Cornwell aus dem Rowohlt Verlag. Es handelt sich ja hier um die Uhtred-Saga, wenn ich das jetzt noch richtig, Uhtred-Saga und bin schon sehr gespannt, habe auch mir hier nicht nochmal genau den Klappentext durchgelesen. Ich fand die ersten vier Zeilen oder fünf Zeilen, die ich durchgelesen habe in der Leseprobe, so interessant und so spannend. Und es handelt sich hier um einen historischen Roman, wie der ein oder andere ja mittlerweile schon weiß, durch die liebe Vilja. Und ich mag eigentlich auch sehr gerne historische Romane und von daher dachte ich mir, probiere ich es mal auf Fallnehmen, weil sie so schwärmt davon. Und dann dachte ich mir, Gebrauch kann ich ja im ersten Moment erstmal nichts falsch machen und deswegen habe ich es mir gekauft. Ja, bin schon sehr gespannt. Mal sehen, ob ich diesen Sticker hier noch abkriegen kann. Ansonsten habe ich dieses Buch eigentlich in einem recht guten Zustand bekommen. Ja, es ist von den Seiten her schon ein bisschen vergilbt, aber das stört mich jetzt nicht. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich schon auf dieses Buch. Und die zweite Frage. Möchte wissen, je ein Buch von dem Autor, der Autorin, von dem, der du die meisten Bücher gelesen hast. Ich war mir jetzt nicht so sicher, ob ich entweder mich entscheiden müsste zwischen dem Autor oder der Autorin. Deswegen dachte ich mir, ich suche euch jeweils eins raus. Und bei der Autorin handelt es sich um eine Autorin, die ich in meiner Jugend sehr, sehr oft gelesen habe. Und zwar hat mich die Thematik damals einfach sehr, sehr interessiert, weil es immer um Frauen in Not geht, beziehungsweise um Frauen, die sich aus bestimmten Situationen herausarbeiten müssen, herauskämpfen müssen und in der Regel dabei Hilfe von ihren Freundinnen bekommt. Und zwar habe ich euch hier das erste Buch von der Autorin herausgesucht und zwar handelt es sich um Joy Fieldings Nur wenn du mich liebst aus dem Goldmann Verlag. Ich habe dieses Buch bestimmt schon ewig und eigentlich behalte ich es nur noch aus Nostalgiegründen, einfach weil es mich meine Jugendzeit wirklich sehr, sehr oft begleitet hat, die Autorin. Ich habe, glaube ich, so 7, 8 Bücher von ihr gelesen und das war halt hier mein erstes und hat mich doch sehr, sehr geprägt und hat mich in meiner Jugend auch wieder zurück zum Lesen gebracht, weil ich hatte eine ganze Zeit lang
ja, habe ich einfach nicht gelesen, es hat mich einfach nicht mehr interessiert. Und das war eins der ersten Bücher, was mich tatsächlich wieder zum Lesen gebracht hat. Und aus dem Grund, ja, behalte ich auch irgendwie ihre Bücher, weil sie mich dann doch immer wieder daran erinnern, dass nach einer Leseflaute auch wieder gute Bücher kommen und Bücher, die einen interessieren und Bücher, die einen wieder zum Lesen bringen. Ja, in diesem Buch hier geht es um vier Freundinnen, von der einer von ihrem Mann geschlagen wird und die restlichen Freundinnen helfen dieser Freundin aus, ja, dieser Situation herauszukommen. Das ist jedenfalls das Ziel der Freundin, ob sie es schaffen oder nicht. Und es euch interessiert, dann müsst ihr dieses Buch hier lesen. Ja, ich glaube aber, dass ich tatsächlich heutzutage gar nicht mehr zu diesen Büchern greifen würde, weil sie mich einfach... Ich würde nicht sagen, dass es mich nicht interessiert, wenn Frauen sich aus starken oder aus, ja, aus Situationen herausarbeiten müssen, herauskämpfen müssen. Aber ich glaube, dass mich die Form bzw. die Art und Weise, wie das geschrieben wird, einfach nicht mehr packen könnte. Ich möchte hier definitiv niemanden so nahe treten. Die Bücher sind spannend, sie lesen sich schnell weg und sind gute Bücher, gar keine Frage, aber ich glaube, dass sie mich einfach nicht mehr, ja, so interessieren würden, so vom Schreiben, von der Umsetzung einfach. Aber ich behalte sie einfach aus Nostalgiegründen und vielleicht sortiere ich sie auch irgendwann mal aus, wenn mir der Platz für meine Bücher ausgeht. Bei dem Autoren, den ich am meisten gelesen habe, handelt es sich um einen Autor, von dem ich relativ viel schon gelesen habe. Also insgesamt sind es 2, 4, 5, 6, 7, 8 Bücher habe ich schon mittlerweile gelesen von ihm. Und zwar handelt es sich um Rick Riordan. Ich habe euch jetzt mal hier den ersten Band der Percy Jackson-Reihe aus dem Carlsen Verlag mitgebracht. Ich mag den Autor unheimlich gerne. Ich finde seine Geschichten einfach unheimlich spannend, auch als Erwachsener, auch wenn das ja Jugendbücher sind, Jugendfantasy. Sie haben immer irgendwas Magisches. Man kann sehr, sehr, sehr viel lernen. Man hier bei Percy Jackson lernt man etwas über die griechischen Götter. Und ich finde, was gibt es Schöneres, als wenn man neben dem Lesen auch noch etwas lernt. Des Weiteren finde ich, dass der Autor es immer wieder schafft, so Gesellschaftskritik so ein bisschen, ja, in seine Geschichten mit hineinzustricken, ohne dass er, ja, mit der Nase drauf hält und es einfach so nebenbei mit einfließen lässt, und das finde ich sehr, sehr angenehm. Ich mag seinen Schreibstil, ich mag seine Art, Geschichten zu erzählen, und deswegen greife ich doch gerne immer wieder zu seinen Büchern und tauche in seine Welt ab. Und ja, er schafft es auch für Erwachsene, dass man seinen Alltag und sein Ringsherum einfach vergisst. Deswegen kann ich euch seine Bücher, wenn ihr sie noch nicht kennt, tatsächlich einfach nur empfehlen. Schaut ihn euch doch mal gerne an, den Autoren, ob die Bücher vielleicht auch was für euch sind. Die dritte Frage ist: Ein Buch über ein Hobby oder Interessensgebiet, das nicht lesen ist. Das offenbart so ein bisschen eine andere Seite von mir, aber macht gar nichts. Und zwar habe ich euch zum einen Wünsch dir was aus dem Kosmos Verlag herausgesucht. Und zwar handelt es sich hier um ein Backbuch. Ich backe sehr gerne und hier sind so, ja, allerhand Köstlichkeiten, die aus verschiedenen Ländern stammen, so aus Frankreich und Schweden. Habe ich schon sehr, sehr viel raus gebacken und auch verschenkt. Falls ihr ein tolles Backbuch kennt, wo, ja, Rezepte drin sind, die man verschenken kann, dann ist dieses ebenfalls zu empfehlen. Und ja, das wäre das erste Hobby, was ich offenbare. Also ich backe sehr, sehr gerne. Vor allem backe ich auch gerne für andere. Und zum anderen habe ich euch dann noch herausgesucht, und zwar I Love Granny Squats, Omas Häkelquadrate neu entdeckt. Ich häkle sehr gerne, ich mache sehr gerne Handarbeiten. Und ja, bin dazu mal begeistert und deswegen findet man auch hier zu diesem Thema das ein oder andere Buch in meinem Regal. Ja, häkeln. Falls ihr noch nicht häkeln könnt und es noch nie probiert habt, probiert es einfach mal aus. Es ist ein wunderbares Hobby. Die vierte Frage. Das erste Buch, über das du auf YouTube gesprochen hast. Das erste Buch war, was ich in die Kamera gezeigt habe, war bei einem Tag. Und ich glaube, das war der New York Times Tag. Und da habe ich als allererstes Buch die Augustus von John Williams aus dem DTV Verlag gezeigt.
Ich finde es wahnsinnig interessant, dass ich dieses Buch als erstes gezeigt habe. Wahrscheinlich war das auch so eine Frage, was lese ich gerade oder was habe ich auf meinem Nachttisch liegen oder so, wenn ich mich recht entsinne. Bin mir aber nicht mehr so sicher, aber irgend sowas muss es gewesen sein. Und interessant, wie lange das jetzt schon wieder her ist, als ich dieses Buch gelesen habe. Hier geht es um den Sohn von Cäsar, glaube ich, und zwar um Augustus ganz, genau, dem Adoptivsohn von Cäsar. Und das ist tatsächlich ein Buch, was ich von John Williams also von seinen 4 Büchern, die ich gelesen habe, ist das für mich das schwächste Buch von ihm. Und deswegen kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern. Ich weiß halt nur noch, dass es um Augustus geht, um den Sohn oder Adoptivsohn von Julius Caesar. Und mehr weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht. Vielleicht sollte ich das Buch doch nochmal wieder lesen. Und vielleicht gefällt es mir dann doch wieder etwas besser. Die 5. Frage. Ein Buch aus deinem erfolgreichsten YouTube-Video. Diese Frage finde ich unheimlich spannend. Also einfach nur aus der Tatsache raus, dass dieses Video oder beziehungsweise dieses Buch, welches ich in dem Video vorgestellt habe, so oft geklickt worden ist. Und ich freue mich für das Buch, dass es auch ein Stück weit weiter in die Welt hinausgetragen wird und dadurch vielleicht noch mehr Leute erreicht, weil ich finde, das Buch sollte eigentlich jeder gelesen haben, weil es ein wirklich sehr, sehr gutes Buch ist. Und zwar handelt es sich um Der Vorleser von Bernhard Schlink aus dem Diogenes Verlag. Ich habe das Buch vor einigen Jahren gelesen und ich war damals ja sehr, sehr traurig darüber, dass wir es nicht in der Schule gelesen haben, weil ich es mir doch gewünscht hätte, noch mehr Austausch über die Thematik zu haben. Aber so habe ich es in einem Video vorgestellt und das ist das Video, das bei mir am meisten geklickt wurde bzw. am meisten angeschaut worden ist. Und jetzt geht mir gerade durch den Sinn, dass ich dieses Buch dann doch tatsächlich mal wieder lesen könnte, weil es doch ein wirklich gutes Buch war. Die 6. Frage. Welcher Spontankauf hat dich nachhaltig begeistert? Da habe ich euch mal 2 Bücher mitgebracht, weil ich glaube, es waren Spontankäufe. Also bei dem einen bin ich mir ziemlich sicher, bei dem anderen nicht so zu 100%ig, aber ich glaube schon, dass das ein Spontankauf war. Und bei dem ersten Buch handelt es sich um Der Anwalt des Königs von C.J. Samson aus dem Fischer Taschenbuch Verlag. Und zwar handelt es sich hier um einen historischen Kriminalroman. Und dieses Buch hat mich dahingehend begeistert, dass ich gemerkt habe, dass ich doch sehr gerne historische Kriminalromane lese, beziehungsweise generell historische Romane. Und auch, dass mich dicke Bücher nicht so abschrecken sollten, wie sie früher getan haben. Das hier ist eine sehr, sehr alte Ausgabe schon und hat über 600 Seiten. Und ich habe es damals tatsächlich unglaublich verschlungen. Und das hat mich einfach so begeistert, dass mich ein historischer Roman so lange fesseln konnte und ich Spaß daran haben konnte. Und ich habe bis dato, glaube ich, gar nicht so viele historische Romane gelesen. Und deswegen hat mich dieses Buch so begeistert. Das ist das 2. Buch, welches ich euch jetzt hier zeigen möchte, was mich nachhaltig begeistert hat, weil es ein Spontankauf war. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es damals ein Spontankauf war. Es hat ziemlich lange auf meinem Sub gelegen. Und es hat mich diesbezüglich begeistert, weil ich es nicht für möglich gehalten hätte, dass ein so ruhiges Buch mich so fesseln kann. Und das finde ich unheimlich interessant und es hat auch dafür gesorgt, dass ich sehr, sehr oft ein Buch mit diesem Buch vergleiche, ob diese ruhige Art und Weise in anderen Büchern mich genauso begeistern konnte wie bei diesem Buch. Und zwar handelt es sich um Stoner von John Williams aus dem DTV Verlag. Wie der ein oder andere weiß, der meine Videos verfolgt, ist, dass Stoner ja mein absolutes Lieblingsbuch von John Williams ist und auch eins meiner Lieblingsbücher generell ist. Und jetzt wird halt die Geschichte von William Stoner erzählt, man verfolgt so sein Leben, der bestimmte Widrigkeiten durchleben muss und nicht gerade der aktivste Mensch ist, wenn ich das mal so sagen darf. John Williams schafft es auf so ruhige Art und Weise, diesen Menschen zu beschreiben, beziehungsweise auf ruhige Art und Weise uns durch sein Leben zu begleiten.
Und ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass so ein Buch bei mir so eine Wirkung hinterlässt. Ich habe Momente beim Lesen, wo ich sehr, sehr oft auch nochmal an Stoner denke, dass ich es, wie schon sagte, oft mit anderen Büchern vergleiche, ob mich diese ruhige Art und Erzählung genauso beeindruckt wie beim Stoner. Und aus dem Grund ist es ein Buch, was mich nachhaltig begeistert hat und ich auch jedem meistens immer nur, wo ich kann, empfehle, falls er Stoner noch nicht kennt. Ich weiß, dass für einige Stoner nicht das Buch ist, was es für mich ist. Das ist auch völlig in Ordnung. Nicht jedes Buch ist für jeden das gleiche und das ist auch völlig in Ordnung. Und aber nichtsdestotrotz werde ich es nicht müde, es zu empfehlen. Dann kommen wir nun zur letzten Frage. Und zwar handelt es sich um ein Buch von deinem Sub, das du unbedingt lesen möchtest. Also prinzipiell möchte ich ja gerne alle Bücher lesen, die auf meinem Sub sind. Auch wenn ich sehr, sehr viele Bücher auf meinem Sub habe. Aber ich kaufe mir die Bücher ja aus dem Grund, dass ich sie lesen möchte. Und deswegen möchte ich prinzipiell alle meine Bücher auf dem Sub lesen. Ich habe euch jetzt aber mal zwei Bücher rausgesucht, die mir eigentlich immer wieder durch den Kopf schwirren, was ich als nächstes lesen könnte und mir dann diese Bücher einfallen, aber ich dann doch irgendwie immer zu anderen Büchern greife. Wer weiß, was das Schicksal da mit mir mal macht, aber das sind so die Bücher, wo ich sehr, sehr gespannt drauf bin. Und zwar handelt es sich zum einen um Ein Leben mehr von Joseline Saussure aus dem Inseltaschenbuchverlag. Das ist ja das Erstlingswerk der Autorin. Ich hatte ja bereits von ihr Niemals ohne sie gelesen. Das ist, glaube ich, noch gar nicht so lange her, beziehungsweise war es letztes Jahr, ich glaube letztes Jahr oder dieses Jahr, bin mir gar nicht mehr so sicher. Und bin schon sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Ich weiß gar nicht, um was es hier geht. Ich weiß nur, dass sehr, sehr viele begeistert von diesem Buch reden und bin deswegen auch schon sehr gespannt, was hier auf mich zukommt. Und bei dem zweiten Buch handelt es sich um den historischen Kriminalroman 1793 von Niklas Naodak, wenn man ihn so ausspricht. Und wie ihr ja schon gesehen habt, mag ich historische Kriminalromane und das ist ebenfalls einer und deswegen bin ich schon sehr, sehr gespannt. Hier habe ich schon ja sowohl positive als auch negative Stimmen gehört und auch, dass der zweite und dritte Band noch viel, viel besser sein soll. Ich weiß auch hier nicht genau mehr, um was es geht und ich lasse mich diesbezüglich einfach überraschen. Ich denke aber mal, dass es hier um das Jahr 1793 geht und dass hier irgendwas aufgeklärt werden muss. So viel zu meinem Wissen zu diesem Buch. Genau. Das waren nun die 7 Fragen des Sambookish Facts Text. Es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet, die Bücher zu den Fragen herauszusuchen und euch die Fragen zu beantworten. Mich würde natürlich nochmal interessieren, welche Bücher ihr von eurem Sub gerne als nächstes lesen würdet. Und lasst mir doch dazu gerne einfach mal unten einen Kommentar da. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Ansonsten kann ich jetzt nur noch sagen, dass jeder, der gerne diesen Tag mitmachen würde, natürlich dazu eingeladen ist, ebenfalls die Fragen zu beantworten. Ich möchte an dieser Stelle gar keinen speziellen taggen, weil ich gar nicht mehr weiß, wer alles schon getaggt ist, weil die Fragen doch schon eine Weile auf den Kanälen der Booktuber hier herumschwirren und ich niemanden doppelt taggen möchte. Aber wenn ihr es noch nicht getan habt, seid ihr natürlich sehr, sehr gerne dazu herzlich eingeladen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schöne Lesestunden. Bis dahin. Tschüss.